16 Punkte soll reichen. Ja, das Mazzakarot Shamashtu ist dann der quasi Originalname. Das Daimonikon ist ja dann nur eine Abschrift von irgendwelchen wahnsinnigen oder irrsinnigen Magiern, die irgendwann mal das Mazzakarot gelesen haben. Aber so nah wie irgend möglich kommst du an Dämonenkunde nicht ran. Das mag zwar etwas überholt sein, aber die Niederhöllen sind existieren ja quasi schon seit immer. Und Zeit spielt keine Rolle in dem Limbus. Aber so nah an alte Sphären kommst du wohl nie wieder ran. Und das ist vielleicht ein bisschen unheimlich, dass die Molurenhaut in eine Steinplatte irgendwie bezogen ist. Aber wenn der Händler dir die jetzt hier anbietet... Nun, was verlangt ihr dann für diesen interessanten Stein? Das kommt wie immer darauf an, was ihr bezahlen wollt. Nun, der Preis von solch unschätzbarem Wissen ist immer schwer zu beziffern, aber... Ich würde da auch für wenige Haare oder einen Blutstropfen... Nein. Das habe ich mir fast gedacht. Nun, ich wäre bereit, euch... Für Fachleute ist dieses Werk unbezahlbar, das wisst ihr, oder? Nun ja, für Fachleute schon, aber... Nun, ihr habt nicht große Verkaufsmöglichkeiten, wie mir scheint, damit ihr dieses Werk anbietet. Er breitet seine Hände und Arme aus und deutet auf die sämtlichen anderen Bücher, krustigen Panzer. Teilweise kannst du sehen, wie da wohl irgendwie ein Homeria-Panzer beschrieben und eingekratzt worden ist. Glaubt ihr wirklich, dass ich mich um Zeit und Besitzer kümmere? Natürlich nicht, aber... Nun, ich wäre bereit, euch 300 Goldstücke zu geben für dieses, nun ja, doch etwas extraordinäre Werk. Wie wäre es mit 1000? Nun gut, einverstanden. Sagt diese Schriften über die aquatischen, amphibischen Lebensformen, ihre Kultur und Herrschaft, das gibt es doch dazu, nicht wahr? Nun, ihr solltet wissen, dass diese Molurenhaut mehrfach beschrieben ist. Ihr findet alles dort drin. Interessant. Nun gut. Ich kann abzuschätzen, wie schwer dieser Stein ist, oder wie groß dieser Stein überhaupt ist. Also genau. 20 Stein wird diese große Platte zusammen mit der Molurenhaut wiegen. Also man kann es nochmal tragen. Okay. Man kann das noch tragen, ja. Also du kannst damit jetzt nicht kämpfen, wenn du es in den Rucksack tust, das geht nicht, aber das kann man transportieren. Nun gut, habt ihr etwas zum Einschlagen? Ich würde ungern mit solchem Machwerk durch diese Stadt laufen, ihr versteht? Selbstverständlich. Für weitere 50 Dukaten. Ihr wollt es doch schützen, oder? Natürlich. Also gut. Ja, du kannst dort zwischen den Regalen stehen bleiben. Er verschwindet kurz einmal und nach einigen Augenblicken, während du dich noch weiter umsiehst, kannst du sehen, wie er zurückkommt. Er hat da wohl so etwas wie Skorpionpanzer aneinander genietet und Mondsilberbeschläge und darin wickelt er es jetzt quasi ein, sodass dann der Skorpionpanzer oder die Panzer dann das Buch und auch selbstverständlich die Molurenhaut verschließen, schützen. Dann würde ich dieses ganze Machwerk in meinem Rucksack tun und ihn dort beim Verschließen. Nun, ich verstehe natürlich selbst, dass ich diese Summe nicht bei mir habe, aber wenn ihr mich begleitet auf mein Schiff, dann könnt ihr diese Summe gerne halten. Wir werden einen Bediensteten schicken, um die Edelsteine bei euch in Empfang zu nehmen. Nun gut. Wir werden keine Schuldbriefe nehmen. Ich will selbstverständlich nicht. Es war schön, mit euch Geschäfte gemacht zu haben. Auf zukünftige Geschäfte. Falls ihr einmal in irgendeiner bekannten Stadt seid, meldet euch ruhig bei mir. Nun, wenn ihr noch Geld habt, kann ich euch gerne weitere Dinge anbieten. Er deutet wieder auf den Rest seiner Bibliothek. Wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich habe keine Karte. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Natürlich. Auf zukünftige Geschäfte. Auf zukünftige Geschäfte. Ich denke, ich finde den Weg allein hinaus. Ich glaube nicht. Folgt mir.
dann würde ich ihm einfach nachfolgen. Ja, Serpentilio, du kannst erkennen, wie Abelmir wieder aus einem der Buchläden, der nach draußen tritt, mit einem gewaltig schweren, ja, ein Gegenstand in Skorpionhaut eingeschlagen. Ja, das ist ein Rucksack, er sieht den gar nicht. Oder so. Naja, aber es ist ziemlich ein riesiger Rucksack, ja, oder? Ja, ja. Der Rucksack ist gerade größer geworden. Serpentilio war gerade drauf und dran, um in den Buchladen zu gehen und dieselbe Scherzfrage zu stellen, die er immer stellt, nämlich haben sie eine Erstabschrift von Daimonikon da, als er kurz einmal mir anhält. Ah, Kapitän, ich sehe, ihr habt etwas gefunden? Ja, nun ja, dies und das. Aber ein sehr interessanter Laden, ihr solltet einmal hineingehen. Oh, was ist das denn für ein Laden? Gedenke ich tatsächlich, sagt mich Raten, ihr habt etwas über Fischzucht gefunden? Nun ja, die aquatische Lebewesen, ihre Kultur und Kunst, Geschichte. Oh, ich verstehe, es ist exakt das, was ich gedacht hätte, dass ihr sucht. Klingt nicht besonders interessant, gibt's da auch spannende Bücher? Ach, ihr versteht das nicht. Es ist mein Leibgebiet sozusagen, mein Spezialgebiet, könnte man sagen. Natürlich doch. Wenn ihr mich entschuldigen wollt, wenn ich Glück habe, kann ich ein Fragment des Daimonikons auftreiben. Nun gut, ich komme wohl mit. Vielleicht gibt es da interessante Bücher über dieses und jenes. Verhandelt über den Preis. Ist sehr speziell. Wir würden euch selbstverständlich nicht arm machen wollen, Kapitän. Nein. Natürlich nicht. Auf gute Geschäfte. Ja, ja. Kam es euch nur so vor, oder sah er leicht angestrengt aus? Ja, irgendwie schon. Ich habe Schweißperlen auf seinem Stirnlappen gesehen. Muss ein wahrhaftig schwerer Foliant sein, den er sich da gekauft hat. Ohne ja, ja. Er hat auch ein bisschen zugenommen. Vielleicht ist er noch nicht an sein neues Gewicht gewöhnt. Nee. Sehen wir das hier einmal an, ja? Es kann nur interessant werden. Ja, in der Tat. Ja, dann würden wir auch diesen Buchladen betreten. Ja, wieder einmal steht vor euch der merkwürdige thulamidische Händler, der eher an einen Kopter erinnert. Und ja, wenn ihr euch da so ein bisschen umschaut, tritt an euch heran. Kundschaft. Ein sehr uriger Laden, den ihr hier habt. Schönen guten Tag. Nun, unser Kapitän meinte, es gibt hier einige sehenswerte Bücher, aber ich möchte nichts über aquatische Fischzucht oder so. Das ist da furchtbar langweilig. Ihr habt doch bestimmt etwas Interessanteres wie, ach, ich weiß nicht, die Erstabschrift vom Daimonikon. Selbstverständlich. Wartet, ich habe sie vor kurzem verkauft. Ja, bedauerlich. Passt auf, das ist Teil des Witzes. Er kommt jetzt gleich mit einem Buch über Kräuterkunde im Mittelreich zurück. Oh, der Foliant der Kräuterkunde. Wäre das nicht ein wunderbares Geschenk für Abelmir? Versaut den Witz doch nicht. Ach, das macht man so als Buchhändlerin, Magierstätten. Ich kenne diesen Witz, aber ich meinte es ernst. Ich hatte tatsächlich eine Erstabschrift des Mazakarot Shamashtu. Ihr hattet bitte... Wann habt ihr sie verkauft? Vor kurzem. Ein Mann, etwa so groß, schütteres Haar, leicht untersetzt, Bauchansatz? Wir reden nicht über unsere Kundschaft. Das ist richtig. Als Abelmir. Wenn ihr mich entschuldigen möchtet. Und dann renne ich los. Ich bleib in dem Laden und guck mich mal um. Es scheint ja ein ganz interessanter Laden zu sein. Ja, irgendwelche besonderen Dinge, die du suchen magst? Ich würde sowas zu... Von den Versuchungen der Göttlichen oder die Götzen der Tiefe. Würde nach Mythologie... Natürlich würde ich nach Drachen und so gucken. Ja, alles, was gegen Drachen ist, ist ja gut. Keine Ahnung. Visionen von Vajat. Das klingt Vajat. Moment, das habe ich doch schon mal... Entschuldigt, dieses Buch, in welcher Schrift ist das geschrieben, werter Herr? Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Boltax. Nun, willkommen in meinem Laden, Boltax. Ich glaube, ich kann diese Schrift nicht lesen. Was ist das denn? Seid ihr euch sicher, dass ihr dieses Buch erwerben wollt? Es hat mich irgendwie so angesprochen. Wissen hat immer einen Preis. Naja, das ist richtig. Das sagt man, nicht wahr? Vor allem diese Hesinde-Leute sagen es immer ganz gerne. Ja, Wissen hat seinen Preis und nicht alles Wissen ist Wissen, was für jeden bestimmt ist. Worum geht es in dem Buch? Alleine das euch zu offenbaren, wäre vielleicht ein Fehler.
Nun, vielleicht wäre es aber auch genau die richtige Verkaufsoption. Na, ich habe Edelsteine. Ich hole mal meinen Beutel mit Edelsteinen raus und klimpere damit. Ah. Visionen von Vajat. Ein Buch über die Hauptstadt der Krakonia in den Selem-Sümpfen. Beziehungsweise die Ausläufer der Sümpfe und tief auf dem Meeresboden gelegen. Ich hatte bereits einige Kunden von dort. Ein interessantes Volk. Tief zerstritten. Wie viel wollt ihr dafür haben? Das könnte unseren Kapitän sehr interessieren. Wie viel wollt ihr dafür haben? Dieses Buch ist relativ günstig. Es ist kein Original, sondern nur eine Abschrift. Ich würde sagen 350 Dukaten für euch. Oh, das klingt schon mal nach etwas, das ich eventuell auf die Liste setzen würde. Ich gucke mich noch ein wenig um. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie Fex damals den Stern auf Elem warf und eine Flutwelle von katastrophaler Wirkung auslöste, dann seid ihr mit diesem Buch genau richtig. Oh ja, das klingt gut. In Elem lebten Echsen. Das finde ich. Ja, dann nehme ich dieses Buch und was ist das da hinten? Mensch, sei nicht so ängstlich. Oh, ich weiß nicht, das klingt nichts, was ich als Zwerg lesen würde. Nun, dann versucht das auch mal mit dieser leichten Lektüre, wie man kämpft, reitet und Bier trinkt. Das klingt sehr gut. Außerdem würde ich für den Kapitän gerne noch so ein allgemeines Buchpräsent nehmen. Hättet ihr günstige Bücher im Angebot? Ich weiß nicht. Ich glaube, er sagte einmal, dass er... wie ist das denn? Nun, wenn euer Kapitän mag, was haltet ihr hier davon? Er hält ja ein Bilderbuch für Kinder hin. Prinz Alrikstein. Oh, das klingt auf jeden Fall gut. Das kaufe ich für den Kapitän. Und hättet ihr vielleicht auch noch diesen hilfreichen Leitfaden des wandernden Adepten? Davon habe ich einmal gehört. Und ich glaube, das wäre für unseren Schwarzmagier sicherlich sehr hilfreich. Er ist doch nicht so bewandert im Umgang mit, anderen. Selbstverständlich. In dem Moment kommt Serpentilio wieder zur Tür rein und zeigt grinsend auf den Buchhändler. Ihr Schlingel, ich habe es euch einen Moment lang wirklich geglaubt. Der Unergründliche sei gepriesen. Oh, Voltax. Ja, seht einmal, ich verstecke den hilfreichen Leitfaden so ein bisschen. Seht einmal, ich habe Prinz Alrikstein gefunden. Oh, sehr prächtig. Ist das gedruckt? Lass mal sehen. Ja, ist eine schöne Machart, nicht wahr? Ich dachte, das würde Abel mir sicherlich... Ein Held aus Andergast. Ja, das würde Abel mir auf jeden Fall gefallen. Er hat doch so eine Verbindung zu Andergast. Er hat es immer als rustikal bezeichnet. Tatsächlich hat er einmal, ja. Es schien ihm sehr nahe zu gehen, wenn er darüber nachdachte. Ich bin mir nicht sicher. Nun, dann nehme ich die Bücher. Wie viel bekommt ihr, guter Mann? 3 Silber für den Bildband und 350 für die Visionen von Vajat. Oh ja, das klingt gut. Und die anderen beiden? Jeweils, sagen wir, 10 Silbertaler. Sehr gerne. Sag doch, Magus, wo wir gerade hier sind, wir könnten uns vielleicht nach etwas umsehen, das uns bei unserem Projekt hilft. Oh hier ja, das ist unsere letzte Expedition. Eine sehr gute Idee, eine sehr gute Idee. Ja. Sagt, habt ihr vielleicht sphärenkundliche Werke, speziell die sich mit dem Limbus befassen? Ein Teilabschiff vom Codex Dimensionis vielleicht? Oder wie heißt das andere noch? Tore in den Äther? Nun, ich hatte vor kurzem ein Werk, was ich allerdings zurücklegen habe lassen, ich habe es nicht mehr, beziehungsweise ich habe es zurücklegen lassen, also wäre es nicht gerecht, wenn ich euch jetzt mit der Versuchung locken würde, es zu kaufen. Nun, wenn ihr es habt zurücklegen lassen, bedeutet es ja, dass euer perspektiver Kunde sich noch nicht entschieden hat, nicht wahr? Eine junge Dame hat nach dem Al-Lamashim Nishudar Abu Leviathan verlangt. Kreaturen am Rande der Welt. Sie wartet noch darauf, sich zu entscheiden. Sollte sie von dem Kauf zurücktreten, könnt ihr es erwerben. Und ich muss gestehen, dies klingt auch nicht ganz wie etwas, das uns weiterhilft. Wir suchen eher etwas, das sich mit der praktischen Manipulation des Sphärenschleiers befasst.
weniger mit alten Sagengeschichten. Genau. Nun, ich habe selbstverständlich noch die astralen Geheimnisse der Neobara hier. Ach, die brauchen wir nicht, die haben wir in Original vorliegen. Das klingt vor allem tatsächlich ein wenig zu theoretisch. Nun, hab trotzdem vielen Dank. Solltet ihr in nächster Zeit über etwas stolpern, lasst mir doch eine Nachricht auf der Mondsilbernen Drachentöter zukommen. Ich glaube, wir sind Anlegeplatz Voltax 16? Nein, 37. Wir haben doch noch einmal umgelegt. 37. Ich werde euch finden. Auf verbindlichsten Dank. Soll ich euch das abnehmen, Magus? Ja, hier bitte. Hier und die beiden Bücher, die ich als Geschenk hätte. Könntet ihr sie einpacken, werter Herr Buchhändler? Selbstverständlich. Oh, das nenne ich mal Service. Ja, etwas später könnt ihr gemeinsam wieder zurück an euer Schiff treten oder möchtet ihr noch etwas anderes erwerben? Ich glaube, wir sammeln erst noch die anderen beiden Halunken ein. Genau, Raphim und Diamantis, habt ihr noch irgendwas vor? Oh ne, ich wollte nichts auf dem Markt. Nein, ich möchte nur meine Axt bewundern. Dann gehen wir also wieder zurück. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Ja, Raphim kann stolz wie ein König seine Axt dann über seinem Schiff beziehungsweise über seiner Kajüte aufhängen. Und dann könnt ihr nach und nach eben allesamt antreten. Ihr habt da selbstverständlich einen kleinen Jungen bekommen, der sowohl das Geld abholt von Abelmir, die 1000 Dukaten, als dann eben auch einen alanfanischen Gesandten, der für Metoor dann die Metalle begutachtet. Ich würde den Stein des Anstoßes zu meiner anderen Steinsammlung legen, wo schon der Stein aus Angbar liegen und, naja, die ganzen Steine von den Vulkanen, die wir besucht haben. Ja, alles klar. Übrigens, du patzt jetzt Bauch auf der 19. Okay, alles gut. Stein des Anstoßes? Warte, ja. was macht denn der Zander Zeit für mich? Das wirst du dann sehen, wenn es so ist. Eigentlich habe ich dir nur als Heskadettonarium mitgenommen, aber... Du alterst jetzt doppelt so schnell. Ja, das ist für den richtig cool. Darf ich rausfinden, was meine Axt macht? Ich habe sie eh schon aufgehängt. Ja, das ist im Prinzip genau das, was gesagt worden ist. Also deine Kajüte kann von ungebetenen Gästen nicht mehr betreten werden, weil deine Kajüte uninteressant ist, beziehungsweise sie ist einfach uninteressant. Der Widerwille? Der Widerwille ungemach. Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie runterfällt, weil ein ungebetener Gast durch die Tür gehen will. So funktioniert es nicht. Also es ist einfach nur ein Widerwille. Ich glaube, der Widerwille ist für Personen. Es gibt es auch noch für Objekte, ne? Richtig. Du kannst es auf ganze Räume sprechen. Genau. Ja. Und da ist dann wichtig, wie viele Punkte über ist. Denn wenn die Punkte über dem Mutwert sind, dann ist es gar nicht möglich für die Person, diesen mit im Raum irgendwie zu interagieren. Ja, also wenn dein Mutwert über 18 liegt, dann könntest du die Kajüte von Raphim betreten, aber seien wir ehrlich, wer hat Mut 18? Ich habe 17. Ich bin ein gebetener Gast, zählt das? Ja, gebetene Gäste dürfen selbstverständlich, aber Diebe und dergleichen mehr können Raphims Kajüte jetzt nicht mehr betreten. Das ist tatsächlich ein gutes Artefakt. Ja. Meine Güte, wäre Jalan noch da, der könnte mich nicht mehr. Ja, Serpentinio altert doppelt so schnell und Boltax patzt auf der 19 und der 20. Gibt mir das noch irgendeinen Vorteil, oder? Nein, das ist wird cool. Also das ist ein Diarium für Satinaf-Magie, wenn du willst. Das ja. Funktioniert halt. Also Okay, darüber habe ich es gekauft, danke. Und ich hab den Stein, um daraus ein Elementar zu beschwören. Aber das werden wir später noch sehen. Das Gute ist, deine Wunden heilen halt auch doppelt so schnell. Das ist halt positiv. Warte, regeneriere ich dann auch doppelt so schnell ASP? Ja. Ja, du alterst doppelt so schnell. Das heißt, ich kriege 4 Regenerationen am Tag? Ja. Okay, nehme ich. Easy. Gut, jetzt habe ich nur noch halb so viel Zeit, um die Quelle, um den jungen Brunnen zu finden, bevor Tagunit und mich holt. Oh mein Gott. Ich bin schneller alternd, meine Boys. Wir haben gerade darüber geredet. Der Ventil sieht aus wie 60, aber er ist eigentlich gerade mal 40. Sag, du alterst jetzt viermal so schnell, ja? Nee, du alterst nicht doppelt so schnell, wir schneller altern. Nur also du hattest sowieso schon den Nachteil, schneller altern, ne? Ja. Schon scheiße gelaufen. Ja. Es ist fitting, oder? Ja, das Beste, was ich hätte nehmen. Weg.
Die Frage ist, was mache ich jetzt mit Satin auf? Ich mache mir was Cooles an. Anyway. Ah, Kapitän. Ja? Ihr werdet nicht glauben, was für einen Scherz sich dieser Buchverkäufer erlaubt hat. Und ich bin ihm auch noch auf den Lahn gegangen. Er hat tatsächlich gesagt, er hätte euch eine erste Schrift vom Dämonikon verkauft. Nein, wirklich? Ach, immer diese Gerüchte. So entstehen Gerüchte. Warum wollen wir überreden, lügen? Muss ich gar nicht. Weil du weißt ja gar nichts von. Zermeta-Wissen. Ja, also du musst da jetzt auch nicht lügen würfeln. Ich hätte die sowieso nicht geschafft. Aber wir haben ansonsten ein sehr interessantes Buch zu Wajak gefunden. Tatsächlich, ja. Ja, ach, zeig dir einmal. Hier, ich erhalte das Buch hoch. Ich sehe, ihr seid alle fündig geworden. Ich habe schon gesehen, wie Rafim irgendetwas über seiner Kajütentür befestigt hat. Ja, ich habe ihm eine Axt gekauft. Ja, das ist meine neue Axt. Sieht sie nicht schön aus? Nun, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich vertraue eurem Urteil. Ja, sie hängt doch da vorne, guck doch mal. Liegt wahrscheinlich innen drin oder im Raum, oder? Ich hoffe noch was. Über der Tür, vermutlich habe ich die einfach volle Kanne da vor die Wand gelegt. Außerhalb oder innerhalb, deswegen? Außerhalb. Außerhalb, die hängt oben an einer Kiste dran. Okay. In dem Flur. Sie scheint mir ein wenig alt und rostig zu sein, aber nun gut, über Geschmack lässt sie nicht streiten. Ja, ihr seid auch ein bisschen alt und rostig, da sage ich auch nichts zu. Warum liegt so Serpentilio? Bitte? Nichts. Wenn ihr wollt, kann ich gerne versuchen, den Originalzustand wiederherzusetzen. Wenn dies natürlich der Originalzustand war, dann... Nun, ich denke, ihr kauft wie gesehen, aber es wird schon deinen Zweck erfüllen. Solange es keinen Schaden einrichtet, ist mir recht. Ja, und was habt ihr so gekauft? Guckt mal. Da hat ein Buch, den Stein, mit dem habe ich noch einiges vor. Das wird fantastisch. Und... Ja, ich habe noch ein paar Geschenke gekauft. Aber ein Buch für dich entdeckt. Da dachte ich mir, das wird dem Abel mir bestimmt gefallen. Was habt ihr denn? Schaut es euch einmal an und ich hole das erste verpackte Buch hervor. Ja, sogar mit einem kleinen Schleifchen drum. Wenn du es aufreißt, kannst du sehen, ein Bildband in Schwarz-Weiß von Prinz Alrik Stein von Andergast. Was soll ich mit diesem Kinderbuch? Nun... Ihr habt Andergast doch immer als rustikal bezeichnet und da dachte ich, es ist vielleicht nun eine gewisse Sehnsucht nach Andergast, die darin mitschwingt. Ihr habt mich missverstanden. Ich halte diesen Landstrich für, nun ja, rückständig. Auf der Rückseite kannst du noch sehen, es gibt sogar den Teil 2, wo er dann nach Nostria reitet. Aber ich werde es gerne weiterleiten an ein Kinderheim vielleicht. Habt ihr das letzte Kinderheim, mit dem ihr wart, nicht abgebrannt? Nein, das war ein Missverständnis. Ihr solltet dieses Gerücht nicht weiter verbreiten. Boltax hat ein Kinderheim gegründet. Richtig, dann nehme ich es wieder an mich für mein Kinderheim. Sie werden sehr erfreut sein, wenn Sie denn lesen können. Ja, das wird Ihnen beigebracht. Ach, Sie ist eher ein Bildband. Ha, Sie müssen gar nicht lesen. Nun, aber für unseren guten Serpentilio habe ich auch noch ein Geschenk. Nun... Ich dachte mir, ihr seid ja noch etwas unerfahren im Umgang mit, gewissen Gepflogenheiten und sozialen Umgangsformen. Und deshalb habe ich für euch etwas gefunden. Ah, bitteschön. Der Leitfaden des reisenden Adepten. Bleib mal das Inhaltsverzeichnis auf. Der Codex Albiricus in seinen praktischen Anwendungen? Ja, ich weiß nicht, was der Codex Albiricus ist. Den gab es da auch zu kaufen, aber da dachte ich mir, nein. Kapitel 2. Manifesto und andere nützliche Zauberformeln auf der Reise. Es ist ein guter Zauber, nicht wahr? Kapitel 3. Wie man eine gute Taverne aussucht. Richtig. Falls ihr dieses Buch noch nicht kennt, die meisten weißen Akademien geben ihren Absolventen eines zum Abschluss mit auf den Weg. Oh ja, ich kann mich erinnern an mein Exemplar. Ich weiß gar nicht, wo ich gelassen habe. Da sieht man, hier sind Randnotizen drin. Ja. Was steht denn da? Und, wem hat das mal gehört? Offensichtlich einem gewissen... Halbblutprinzen. einem gewissen Vollblutherzog. Ich bin mir nicht sicher. Abgänger aus Ellenwiener? Nun gut. Nun, dann hat das ja einen weiten Weg hinter sich.
Ihr habt vielen Dank für diese... Sehr gerne. ...mitbedachte Gabe, Bart Magus. Ich bin mir sicher, ich werde es einer guten Verwendung zukommen lassen. Sehr schön, sehr schön. Wenn ihr es fertig geschmückert habt, könnt ihr es gerne an Abel mir weitergeben. Ich meine, er hat sein Exemplar ja verloren und wollte mein Bildband nicht. Nur mal so gefragt, sind da Thesen drin? Ja, beim Durchblättern kannst du noch irgendwie eine These für einen Sektum Sempra erkennen. Warte, ja, doch, den lerne ich. Bitte, danke. Das ist ein reversales Doppelfaktor. Ja, genau das. Aber wisst ihr, Boltax, die beiden sind eigentlich keine Adepten mehr. Ach stimmt, aber mir ist ja eine Maga. Ein Magus. Maga ist der weibliche Titel. Außer im Tulamidia. Da ist es der Titel für beide Geschlechter. Seht ihr, ich habe Tulamidia gesprochen. Das war mir selbstverständlich bewusst. Wir sollten mal ein bisschen aufgeschlossener sein. Also wirklich. Nun, wie auch immer. Ich habe dieses Werk in längster Zeit genossen und es steht nicht wirklich Sinnvolles drin. Aber vielleicht kann Serpentiri etwas damit anfangen. Ich bin mir sicher, es wird sich in meiner Sammlung sehr gut machen. Direkt zwischen der Abschrift des Arcanums und dem Teilwerk des Codex Demonis. Ja, seht ihr, habe ich genau ins Schwarze getroffen. In der Tat. Leicht unter der Formatik, aber ich bin mir sicher, das fällt nicht auf.